Hallihallo, liebe Gothic-Freunde und hallihallo, liebes Tagebuch. Herzlich willkommen zu meinem Tagebucheintrag Nummer 26. Wir haben hiermit also die Gesamtzahl des Gothic 1 Tagebuchs erreicht und ein Ende ist noch lange nicht in Sicht. Ich hoffe, ihr habt noch Zeit. Und da wir es heute also mit einer besonderen Zahl zu tun haben, ist es doch auch sehr passend, dass es um einen besonderen Ort gehen wird, nämlich um den Tempel Adanos. Was habe ich gestümpert auf der Zielgeraden des Addon-Gebiets? Aber seht selbst. Ich stand jetzt also vor der geöffneten Tür. Ich war heiß darauf, mich in das Abenteuer zu stürzen, welches ich wenige Meter vor mir vermutet habe. Aber zuerst fiel mir dann doch noch etwas anderes ins Auge. Nämlich, dass hier Licht von oben hereinfällt und dass hier Wurzeln durch die Decke kommen. Ich meine, sind wir nicht inmitten eines riesigen Bergmassivs? Moment. Ich habe also wieder kehrt gemacht, um zu checken, ob ich richtig liege mit meiner Vermutung, dass hier weder Licht noch Wurzeln Sinn machen. Ja, schaut euch den Berg an. Das ergibt beides definitiv keinen Sinn. Aber egal, atmosphärisch ist es ja. Jetzt aber mal ans Eingemachte. Die Albträume meines Helden kamen definitiv nicht von ungefähr, denn in der ersten Kammer wurde ich gleich begrüßt von einer riesigen Steinwächterstatue, welche mir eine abwehrende Haltung entgegenbrachte. Und daneben gab es dann tatsächlich Schalter. Und Stacheln. Und ich kann schon mal andeuten, dass hier nichts glatt lief. Ich starb einige Male diesen grausamen Stacheltod von oben. Und wie ihr vielleicht gerade auch schon gesehen habt, hat mein Namenloser die Schalter immer zweimal gedrückt, was ein Lösen des Rätsels unmöglich machte, was ich aber nicht wusste, obwohl ich mich natürlich schon fragte, warum er immer doppelt drückt. Und so wurde es hier ein Sterben am Fließband. Also habe ich mich irgendwann an Gothic 1 zurückerinnert. Ich habe den Bogen ausgepackt, in der Hoffnung, mit dem die Schalter aus der Ferne bedienen zu können, was leider nicht möglich war. Und was auch nicht ging, ich konnte die geschossenen Pfeile, die von der Wand abgeprallt und mir vor die Füße gefallen sind, nicht wieder aufheben. Manchmal ist das schon seltsam mit diesem Gothic. Es wird an alles gedacht, die Immersion ist im Großen und Ganzen überragend und dann kann man die geschossenen Pfeile nicht wieder ins Inventar packen? Wieso? Naja, ehrlich gesagt ist auch das nur eine Randnotiz. Im Vordergrund stand meine Verzweiflung und meine Ahnungslosigkeit, die auch nicht durch das Studieren der Steinplatten aufgelöst werden konnte. Aber das Studieren machte mir etwas anderes bewusst, nämlich dass mir eine Steinplatte fehlte. Ich hatte doch tatsächlich im Haus der Totenwächter vergessen, die Truhe mit der Tafel zu looten und hoffte jetzt, dass vielleicht die Tafel dort mir den Weg zur nächsten Kammer ebnen kann. Ich bin also wieder dahin gelaufen. Hab die Truhe geöffnet, die Tafel gelesen, aber ehrlich gesagt stand auch da nichts drauf, was mir irgendetwas gebracht hätte. Also bin ich wieder in den Adanos-Tempel zurückgelaufen und ich bin gestorben und gestorben, bis ich irgendwann dachte, das Spiel ist kaputt oder ich habe was übersehen, vielleicht auch weit weg von hier. Und dann habe ich etwas gemacht, was ich äußerst ungerne mache, was ich in meiner Gothic-Laufbahn auch noch nicht gemacht habe. Ich habe einen Blick in dieses World Wide Web geworfen. Und dabei kam heraus, dass ich nichts übersehen hatte. Mein Fehler war schlichtweg, dass ich die Aktionstaste gedrückt habe, anstatt sie gedrückt zu halten, woraufhin mein Held die Schalter aus irgendeinem Grund immer zweimal betätigt hat. Na, herzlichen Glückwunsch! Und es fühlt sich so schlecht an, im Internet zu schauen. Aber es hatte immerhin geholfen. Ein Mechanismus schob die verzierte Steinplatte nach oben und machte damit den Weg frei für Kammer Nummer 2. Diese war ein bisschen aufgebaut wie eine Arena, die wurde bewacht von mehreren Steinwächtern, die unter meiner Keule jetzt einfach dahin bröseln wie Butterkekse. Und ich muss sagen, dass mir diese enormen Verletzlichkeiten, welche gewisse Gegner für bestimmte Waffen mitbringen, sehr gut gefallen, weil es immer nachvollziehbar ist. Dass Dinge aus Stein unter Keulen schneller dahinbrechen als unter Schwertern ist einfach logisch, ebenso auch, dass brennende Gegner anfälliger für Eiszauber sind und so weiter und so fort. Das ist einfach gut gemacht. In dieser Kammer waren nun am Rande 5 Steinwächtermünder bereit, mich zu verschlucken und nur einer würde mich wieder an dem Ort ausspucken, zu dem ich eigentlich hin möchte. Ich habe das Ganze im Trial-and-Error-Verfahren gelöst, um dann natürlich mit der letztmöglichen Option am richtigen Ort auf der anderen Seite rauszukommen.
der sich als Kammer Nummer 3 entpuppte. Dort musste man jetzt über die richtigen, nicht tödlichen Bodenplatten zum anderen Ende des Raumes laufen und auch das war im Trial-and-Error-Verfahren super einfach zu lösen. Jetzt traf ich den Geist von Rademas. Rademas, muss man wissen, war Quahotrons Sohn und er war der Schuldige am Bürgerkrieg von Jarkendar, dadurch, dass er die Klaue Belias führte, aber nicht in der Lage war, ihrer finsteren Macht zu widerstehen. Und der half mir nun, indem er durch das Bedienen eines Schalters die Tür zum nächsten Raum öffnete. In Bezug auf die Klaue Belias gab er mir auch noch einen Ratschlag mit auf den Weg, und zwar folgenden. Wenn du die Kraft dazu hast, versenke es in den Tiefen des Meeres. Dann habe ich wieder ein paar Steinwächter zerhackt. Zack, zack, kinderleicht. Bud Spencer vs. amputierte Stubenfliege. Wirklich gar kein Problem mehr. Dann ging es in den letzten Raum, in dem dann die Musik schon angedeutet hat, dass es ernst wird. Und dieses Musikstück, welches ich euch auch sehr gerne mal vorspielen möchte, konkurriert mit dem anderen Choralensong um die Krone der besten Songs in Jarkendar. Großartig. Jetzt ging es aber zu Raven, der nichtsahnend vor einem Sarg kniete und dessen Stimme und Art zu reden zeigte, dass etwas Böses in ihn gefahren war. Seht, wer gekommen ist! Mein Meister hat mich davor gewarnt, dass Enos seine Schergen schicken würde. Nun, in diesem Fall wirst du nicht einmal ein würdiger Gegner für mich sein. Was soll ich sagen? Er hatte recht. Dann eben mit Eisblock, auch wenn es unepischer wirklich nicht mehr geht. Bye bye Arsch. Wie bei den Zombies entwich dann auch bei Raven die dunkle Macht aus der Bauchdecke, ehe dann etwas geschah, was ich mir nicht erklären kann. Ein Lichtstrahl durchbricht von oben den Tempel, es geht ein Ruck durch das Innere des Gemäuers und alle Steinwächter zerfallen zu Staub. Woher aber kam dieser Energiestrahl und warum fiel ihm der Namenlose nicht zum Opfer? Über Erklärungen wäre ich dankbar. Raven wäre also geschafft. Der Adanos-Tempel, muss ich sagen, war lange nicht so herausfordernd, wie ich das befürchtet hatte, wenn man mal von den ungewollten Schwierigkeiten beim Knöpfedrücken absieht. Die Rätsel hier drinne waren typische Gothic-Rätsel, wie man sie aus Teil 1 schon kennt, finde ich. Nicht ganz banal, aber sehr gut lösbar. Quahotron bleibt also wohl ein Ausreißer nach oben, was den Schwierigkeitsgrad angeht, was mir auch ganz recht ist. Denn wenn ich Gothic anwerfe, möchte ich nicht unbedingt schwere Rätsel haben. Das ist nicht der Grund, warum ich es spiele. Über einen Teleportstein trat ich aus dem Tempel, um Saturas mal wieder was mitzuteilen, nämlich was ich hier geleistet hatte. Raven ist tot. Dann ist es also vorbei. Adanos sei Dank. Das hast du gut gemacht, mein Sohn. Wir stehen tief in deiner Schuld. Der hat mich jetzt gefragt, was mit der Klaue Belias geschehen soll, ob ich sie als mächtige Waffe behalten will oder ob ich sie im Meer versenken möchte, um ihr ein für alle Mal ihren Einfluss auf wen auch immer zu entziehen. Ich antwortete. Nimm die Klaue Belias und vernichte sie. Wie du willst, mein Sohn. Gib sie mir. Ja, es wäre verlockend, mit dieser energetisch aufgeladenen Waffe zu hantieren, aber aus Rollenspielperspektive schien es mir nur eine vernünftige Lösung zu geben, und das ist eben die Vernichtung dieser unheilbringenden Klinge. Wie seht ihr das? Mit Jarkendar war ich jetzt emotional durch. Ich hätte hier noch 1-2 Missionen erledigen können, zum Beispiel einen Schattenläufer bei den Piraten killen, aber die Lust war jetzt weg. Der Endkampf hat sich wie ein passender Abschluss angefühlt. Ich bin also wieder durch das leuchtende Portal stolziert und war plötzlich zurück in dieser anderen Welt. Lang, lang ist's her. Ich wollte dann zuerst in die Stadt, um Vatras von meinen Erfolgen zu berichten, aber vor den Toren griff mich dann Mika an, weil ich vergessen hatte, die Banditenrüstung abzulegen. Hups! Angelegt hatte ich auch etwas nicht, nämlich eine Waffe, und so habe ich einfach mal aus Spaß versucht, Mika mit meinen Fäusten die Kauleiste tiefer zu legen. Und es hat geklappt, was ein sehr guter Indikator dafür ist, dass ich stärker geworden bin. Neu geladen habe ich dann aber trotzdem. Mit der Piratenrüstung konnte ich dann durch die Stadttore laufen,
Dort habe ich dann erstmal Spruchrollen-Shopping betrieben, denn ich habe jetzt genug Geld und ich habe den Nutzen der Zauber begriffen. Ich möchte jetzt einfach jede ordentliche Spruchrolle bei den Händlern abgreifen. Das ist so ein Vorsatz, den ich aus Jakenda mitgebracht habe. Vatras habe ich dann Bescheid gegeben über die Vorkommnisse hinter den Bergen. Die Vermissten sind wieder zurück. Ja, du hast es geschafft. Ihre Reise hat ein gutes Ende genommen. Und danach habe ich mal wieder meinen Meister aufgesucht, denn unser letztes Treffen ist wirklich lange her gewesen, was der auch gleich bemängelt hat. Wo hast du dich herumgetrieben? Ich erwarte mehr von meinem Lehrling, als alle Jubeljahre einmal bei mir reinzuschneien. Sehr schön, dass ihm das auffällt. Und danach habe ich mir das Bild mal genauer angeschaut, welches bei ihm über dem Bett hängt. Ein Bild, das man überall in Korinnes sehen kann. Und das ist mir schon immer aufgefallen, dieses Gemälde, aus zwei Gründen. Zum einen mag ich die Stimmung, die es bei mir auslöst. Ich finde die Farbgebung schön. Ich finde das Angedeutete schön. Also die Menschen sind nur ein Beiwerk in der Naturzeichnung. Und zum anderen ist es mir aufgefallen, weil es relativ modern wirkt. Sei es vom Stil, wie auch von der Kleidung, die die Menschen dort tragen. Man sieht hier eine Frau mit einer sogenannten Schute auf dem Kopf, ein Kleidungsstück aus dem frühen 19. Jahrhundert. Und generell wirkt gerade Korinnes Stadt gar nicht mehr so mittelalterlich und dieses Bild untermalt dieses Gefühl mehr als jeder andere Gegenstand in der Welt. Vom Kunststil her ist es dem Realismus zuzuordnen einer Epoche aus dem 19. Jahrhundert und dadurch, dass die Menschen hier auf dem Bild wie gesagt nur eine kleine Nebenrolle spielen, erinnert es sehr an die Bilder von Theodor Rousseau. Und eines seiner Bilder ist diesem hier von den Farbtönen wie von der Art sogar sehr, sehr ähnlich. Aber schaut selbst. Nun aber wieder zurück in die Hafenstadt. Ich habe Lares von meinem Treiben erzählt. Ich habe einige vermisste Leute retten können. Das ist doch kein Geheimnis mehr. Ich habe gewusst, dass du es schaffen würdest. Dann kann ich mich jetzt ja endlich um meinen eigenen Kram kümmern. Dann habe ich geschaut, was passiert, wenn ich hier im kriminellen Hafenviertel die Banditenrüstung anlege, ob das vielleicht sogar Pluspunkte bringt. Aber nein, tat es nicht. Auch diese Keilerei jetzt zeigte wunderbar meinen Stärkezuwachs. Eine Gruppe von einfachem Pöbel muss schon eine gute Weile auf mich einprügeln, ehe ich mal zu Boden gehe. Ich denke, jetzt bin ich tot. Dann wollte ich Jacks Leuchtturm befreien, aber die Banditen dort wischen auch jetzt noch mit mir den Boden auf. Schade. Dann beschloss ich, mich endlich mal in Richtung Minental zu bewegen. Und was ich dort so erlebt habe, ob ich es überhaupt erreicht habe, das wird in der nächsten Woche Thema sein. Das war es jetzt also von mir. Ich bedanke mich mal wieder ganz recht herzlich fürs Zusehen. Ich hoffe, man sieht sich in der nächsten Woche wieder. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Ciao. Seht, wer gekommen ist.